Hallo und herzliche Grüße aus der Staatskanzlei und fröhliche Weihnachten Ihnen allen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Heiligabend und ich hoffe, Sie genießen die Festtage, Sie genießen die Ruhe und Sie haben die Möglichkeit, Gespräche zu führen, die wir vielleicht sonst unter diesen Bedingungen eben nicht führen können. Wir sind jetzt am Ende eines Jahres, das wirklich anstrengend gewesen ist. Das ist jetzt der zweite Corona-Winter und niemand von uns hätte sich gewünscht, dass wir eine solche Wiederholung haben werden. Aber wir können es uns nicht aussuchen. Die Pandemie ist nach wie vor das dominierende Thema in ganz Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt und wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Nun kann man in dieser Zeit auch in vielerlei Hinsicht darüber klagen, was wir alle an Einschränkungen haben. Es ist tatsächlich eine ganze Menge. Aber ich möchte vor allen Dingen auch Dankeschön sagen. Ich möchte Dankeschön sagen allen denjenigen, die in den letzten Monaten immer wieder dazu beigetragen haben, dass wir in Niedersachsen und im Vergleich bis hierhin jedenfalls relativ gut durchgekommen sind. Ein besonders herzliches Dankeschön den Menschen in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, die dort seit Monaten schwerste Arbeit verrichten. Ein herzliches Dankeschön denjenigen, die es möglich machen, dass wir überall in Niedersachsen jetzt eine wirklich sehr starke Impfkampagne, insbesondere für die dritte Auffrischungsimpfung, organisieren konnten. Ein herzliches Dankeschön allen denjenigen, die in den letzten Monaten sich selbst immer wieder zurückgenommen haben, die vorsichtig und umsichtig gewesen sind und so ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Infektionen sich nicht noch weiter ausgebreitet haben. Das alles, finde ich, ist ein richtig gutes Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft im Kern eben doch ganz genau weiß, worum es geht. Dass wir nämlich zusammenhalten, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen. Wenn das in diesen Tagen überall zum Ausdruck kommt, dann sollte es mich wirklich sehr freuen. Denn ich bin sicher, das ist der eigentliche Kern dessen, worum es derzeit geht und worüber man vielleicht gerade zu Weihnachten sich ganz besonders auch bewusst sein sollte. Wir müssen zusammenstehen, wenn wir diese große Herausforderung zusammen meistern wollen. Dazu müssen wir alle, jede und jeder, ihre Beiträge leisten. So gut, wie wir das alle können. Die einen größer und die anderen etwas weniger. Aber niemand von uns darf sich tatsächlich von dieser Gemeinschaftsanstrengung selbst ausnehmen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen friedliche, schöne Weihnachten. Sammeln wir neue Energien für die Herausforderungen, die das nächste Jahr für uns bieten wird. Und helfen wir gemeinsam auch gerade in diesen Tagen, dass wir dieses Zusammenstehen überall spüren. Denn gerade zu Weihnachten, da merken wir alle doch sehr genau, was wir daran haben, dass wir eben nicht alleine unterwegs sind. Ihnen allen fröhliche Weihnachten und ich wünsche uns ein gutes neues Jahr, in das wir dann gemeinsam hineingehen. Tschüss.